Schapunga. Ich kann so weit sehen. Aber das da unten kommt mir irgendwie bekannt vor. Hätte ja auch weiterbauen können. Mano. Au. Aber irgendwie kommt mir doch die Stelle bekannt vor. Ist ja Wurst jetzt. Ich will Nethersteine. Dann gehe ich halt eben in Nether 3. Nether 3. Dann gehe ich halt eben in Nether 3. So, aber langsam bekomme ich Hunger. Nein, ich habe mich geirrt. Scheinbar hat da nur jemand was rumgepoolt. Okay. Spiel da hoch. Komm. Da mache ich eben diese Nether-Festung kaputt. So, wie viel haben wir eigentlich noch von... wir haben noch 4 Minuten. Den Bogen behalte ich einfach mal. Gut, ich kann ja auch gleich zum... Super, mir fällt nämlich gerade auf, ich habe überhaupt gar kein Schwert. Jetzt muss ich die ganzen Viecher mit der Schaufel den Frack verrollen. So, Variel hat GeckoCraft verlassen. Wir hüpfen hier hoch. Secret Ray. Natürlich bin ich nur am Rennen. Schließlich will ich ja noch ein bisschen Zeit gewinnen, bevor ich... Ja. Bevor ich nämlich... getoastet werde und den nächsten Trank trinken muss. Unsere Freunde werden da dann drüben wahrscheinlich auch warten. Ja, euch meine ich nicht. Ich meine zum Beispiel hier Fritz. Fritz ist nicht da. Okay, dann ist ja klar, hier. Das hauen wir alles weg hier, den Deckel. Warum? Weil ich das alles haben will. Und mit dieser Hacke geht es auch sehr schnell. Und ist auch schneller wieder da, als man gucken kann. Respekt. Die Stixis, soll ich die auch mitnehmen? So. Nee, die Stixis nehme ich nicht mit. Kann man damit auch craften? Müsste man eigentlich können, ne? Rein theoretisch. Eine Druckplatte jetzt wahrscheinlich eher nicht. Aber ich denke so ähnlich wie bei Sandstein oder so, ne? Wo ist es dann? Ach, da. Okay. Fast ein Stack. Ohne 3 Stack gehe ich nicht weg. Ups. Ach ja, okay. Hier hören wir eine spezielle Maschine. Das macht nichts. Wo ist es dann? Okay, da. Aber es ist doch relativ dunkel, deswegen werde ich jetzt einfach das da anbringen. Da drauf hier. So, seid mir nicht sauer. Ich bin ein kleiner Bautischnicke. Und auch an denjenigen, der diese Maschine gebaut hat. Respekt. Gefällt. Ach so, ja. Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Müsstet ihr wissen. Gut, soweit habe ich eigentlich nichts kaputt gemacht.
Und das Bauwerk möchte ich auch nicht kaputt machen, wenn ich ehrlich bin. Weil auf so eine Idee muss man erstmal kommen, Leute. Wie gesagt, ich bin hier nur, um diesen schönen Stein zu sammeln, weil der so dunkel ist. Und weil man nur hier sammeln kann, sammle ich auch halt hier, ne? Das hau ich mal weg. Du kannst denn auch verschwinden. So. Und bevor wir jetzt einen weiten Gang nach unten machen, sauf ich erstmal was. Und was gibt es Besseres als direkt noch was? Igitt, das Schwein hat voll gerülpst. Okay, so. Die Maschine funktioniert schon wieder. Ein neuer Spawn, ein neues Leben. So, bald haben wir 3 Stacks. Machen wir doch lieber 4 draus. Bevor ich nämlich nochmal hierher muss, in dieser hässlichen Welt. Auch wenn mir der Stein gut gefällt, die Welt mag ich nicht so. So, ein schwebender Sticksee. Kann ich nichts dafür. Klar, ich kann nichts dafür, aber ich kann was dagegen. Ja. Nein! Ach, komm schon. Habe ich es gesammelt? Naja. Ich höre nichts mehr. Kommt da dieses Bauklotzgeräusch? Ja, genau das. Das wollte ich eigentlich hören. Hallo? Okay, gleich haben wir 4 Stack zusammen. Können damit dann ein Dach decken. Ja, wir haben 4 Stack zusammen. Dann mache ich hier einen sauberen Abschluss. Wenn wir da einen sauberen Abschluss haben. Mann, ich wollte es doch da hoch tun. Können wir hier nochmal einen sauberen Abschluss erzielen. So, ja. Das haben wir geschafft. Aber ich glaube, das sollte eigentlich ein bisschen geheimer sein. Ach komm, dann können wir eigentlich auch hier das wieder zumachen. Bevor sich da einer anstößt. So als Geheimmauer, ne? Gut. Ja, dann haben wir das auch. Jetzt hinter uns. Ach komm, weißt du was? Ich mach da noch beide. Jetzt, wo wir schon 4 Stack haben, können wir auch noch einen 5. machen. Dann ist aber Schluss. So, langsam gierig. Ja, das werde ich.
Na, wo bist du wieder? Na toll. So. Genau. So, ein sauberer Abschluss. Und apropos sauberer Abschluss, wir gehen zurück in Survival Super. In Home Survival. Heute sind aber viele Leute on. Muss ich wirklich feststellen. Hui, Alter. So ein Massengegacke. Was geht ab? Ja klar, du hast mich lieb. Dich mache ich aber jetzt erstmal platt. Wir haben wieder unsere 25 Dinge. Ja, gut. Alter Schwede, das gibt jetzt ein paar Stack. Schaffe ich dann da? Okay, ja, ein paar Stack, super. Es gibt zwei Stack. Und ich habe so meine großen Zweifel, dass das nicht reichen wird. Wenn ich so zweifeln darf. Ich mache jetzt extra einfach mal hier einen Dreckhaufen hin, dass ich da auch wieder reinkomme. Und zu meinen Freunden hier drin, falls da welche sind. Ja, ich habe keine Freunde. Ehemaliger typischer Spruch. Ja, Wurst. Nicht weiter wichtig. Bin gerade am Nachdenken. Wisst ihr was? Ich mache das ganz anders da. Da kommt jetzt... Ich denke, ich jage da jetzt einfach mal Fichtenholz groß dahin. Ich nehme mal so einen guten Steggy mit. Fichtenholz. Ich mache einfach noch eine Etage. Und die obere Etage mache ich anders da als die untere. Wie beim ersten Haus. Ich, oder ähnlich. Sagen wir ähnlich. Dass einfach die untere Etage, die obere Etage einfach höher wird. So, ja, toll. Ja. Ja, was ist? Du Hänge. Gut. Ja, hier Tropenholz. Die... oder nehme ich normal? Ich nehme normales Eichen. Eichel. Eichenholz.